but we ran into some trouble. Yeah. We'll just meet at the restaurant. Yeah. Yeah. I'll be there. I promise. Okay, I'll call you later. Bye. Bye. Gut. Lynch definiert als immer seine Freunde. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich weiß gar nicht, mit wem wir uns jetzt gerade anlegen, aber passt schon. Also die Level gefallen mir eigentlich richtig cool. Die sind gut aus Design und so ein Scheiß. Das ist voll cool. Guter Style. Aha! Chinesische Drogenwichser. Na, ich muss mich schon beherrschen, dass die hier schießen. Die haben doch bestimmt Teletubbies geguckt, deswegen sind die jetzt auch so verstört. Kein Wunder. Bei Doran Boots sowieso. Naja, Massenzüchtung von Doran Boots Guckern, das ist nicht gut, das sollte man nicht tun. Jetzt kommt die Scheiße auf. Wow, Motherfucker. Oh ja, ich will die Waffe haben. Ich liebe Pistolen. Die sind nämlich so schön genau. Ja, was macht er denn jetzt? Ich habe hier ein menschliches Schutzschild. Ja, ja. Motherfucker, come on. Okay, kein Problem, kein Problem. Alles easy und cool. Kann sein, dass ich jetzt gerade die ganze Action verpasst habe. Naja, okay, mach das schon. Müssen wir lang, I don't know where we need to go. Dann müssen wir da lang. Nee. Ach ja, hier kommen wir her. Yay! Glitzer, Glitzer. Here we go. Jesus, man, it's creep me out. Ich auch gute synchronisierte Sprecher, finde ich. Ah, jetzt habe ich es versaut. Ja, das. Na gut! Aber die Chance, den jetzt auch mal als Geisel nehmen. Ich will nicht mal eine Geisel nehmen. Jetzt gib mir eine Geisel. Ich sagte, gib mir eine Geisel. Ja, toll! Wahnsinn. Bringt uns das Geisel-Feature reichlich wenig. Immer musst du nachladen, wenn ich. Ja gut, ich glaube, ich habe sogar nachladen gedrückt, also. Hm, ist das super. Los hoch. Hoch. Geh doch. Guck, ich habe mal von Anfang an sofort getroffen. Na komm, geh hoch. Boah, Alter. Kann ich auch Munition verschwenden ohne Ende. Von was sind denn das für alte Säcke hier? Haben die keine Hobbys oder schießen die ganzen Tag einfach nur auf arme, unschuldige Lynch und Kane? Also das Blut sieht eindeutig besser aus wie beim ersten Teil. Finde ich jetzt mal so voll fresh. Ja! Da will man abdrücken, was passiert? Ja, das passiert. Oh, das ist dumm, Alter. Scheiße. Okay,
Okay, ist doch gar nicht mal so einfach, wie ich gedacht habe. Das ist gut, wenn, wenn Spiele nicht ganz so einfach sind. Na gut, ich spiele es auch auf normal. Vielleicht. Hängt das damit dann auch noch zusammen? Ja, Kane will nicht auf mich schießen. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft für unseren Kurs. Wow, ich habe schon wieder eine Errungenschaft erhalten. Yay! Nice. Bin ich ja stolz auf mich. Ah, der Typ, ich hasse den Typ. Mach! Ne, wisch. Haha! Gut, das war jetzt nicht sehr effektiv, aber macht er nicht. Oh, die Waffen, ne? Ich meine, es ist ja schön gut, dass es realistisch vielleicht schießt, aber. Nicht bei so einem Spiel, wo man das braucht. Ja. Auf jeden Fall. Da will man mal irgendwas als Geisel nehmen, ja? Und was passiert? Ja, ihr seht's ja. Komm, lad nach. Here we go. Here we go. Booyah, motherfucker. Geh doch. Dreh die Scheiße ein. Wie sie alle hier rumlaufen, ist voll lustig. Ah, motherfucker. Okay. Sieht alles lästig klar aus. Auf jeden Fall. Habe ich auch gedacht, aber dann habe ich diese Teletubby-Guckerin gesehen, dann wusste ich, dass wir uns, dass es hier viel kranker werden würde als sonst irgendwas. Wow, motherfucker, das war blutig. Boah, Alter. Gute amerikanische Waffen, nicht irgendein so russischer Scheiß. Verdammt. Na gut, obwohl amerikanische Waffen ja auch nicht mal toll sind. Gut, die AK schießt schon besser als. Naja, die Waffen, die wir davor so hatten. Ah! Wow, motherfucker. Okay, sind alle ziemlich krank hier, aber so ein bisschen krank drauf. Ich bräuchte mal. Ach komm, wir laufen einfach vor, fertig. Wow, motherfucker. Toll, die war schon tot. Warum schießt er denn immer auf Leichen? Deckung, here we go! Na komm, geh hoch, ja, nice. Ja, wir halten vielleicht mit einer Hand den Schrotflinte mit einer Hand, das bricht dir gar nicht das Handgelenk weg. Besonders bei unseren dünnen asiatischen Freunden hier. Ich bräuchte hier unbedingt hier irgendwas. Ammunition ist. Ah. Nice. Okay, dann laufen wir unseren Friends nach. Oder ich laufe vor. Je nachdem. Ach ja, wir müssen wieder hoch tun. Yay. Ah, die Grafik ist voll cool. Das ganze Spiel ist cool. Nee. Also ganz ehrlich, da kaufe ich mir lieber das als Mafia 2. Obwohl ich Mafia 2 natürlich auch kaufe. Aber ganz ehrlich, wenn Mafia 2 und Ken Lynch am gleichen Tag rausgekommen wären, hätte ich mir definitiv Ken Lynch gekauft, denn es ist einfach nur genial, das Spiel.
Schon allein, wer den ersten Teil mochte, der muss das hier kaufen. Das ist mal, das ist Pflicht. Ich hoffe, der Teil verkauft sich auch gut. Ich hoffe es. Okay, wir sollten mal ein bisschen weiter vorgehen. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. In Deckung erstmal. Ich gehe erst vor, wenn die Typen auch vorgehen. Das ist halt so. Ja, vielleicht rennen wir jetzt noch weg. So, weiter geht's. Wir wechseln Waffen. Nein, ich wollte nicht meine AK genau mit AK. Die Level sind echt richtig cool ausgestaltet und wirken auch richtig realistisch. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wo ja, die Level nicht so toll wirken. Aber das ist richtig genial. Wirklich high-end. Wo ist man lang? Da muss man lang. Nehme ich jetzt mal an, weil da der Pfeil ist. Lustig. Da sind wir schon wieder in der Kitchen. Ach nee, da ist unser Kane. Sollst du irgendwas sagen, Kane? Müssen wir irgendwo hin? Kennen sie doch auch mitgenommen aus, ja? Na gut, die beiden sind ja schon alt, ne? Aber keine Ahnung, wie alt sie sind, wirklich sind. I don't know, I don't know. Bam. Das sieht mir doch nach einem. Ich sag's jetzt nicht aus. Ja, das mache ich doch definitiv. Auch mal lustig, im ersten Teil musste ja Lynch auf Kane hören und jetzt andersrum. Sexy chinesische Bitch. Yay. Oh, das ist böse, Alter.